Wir starten mit der vierten Welt, Frozen Factory. Act 1 kann beginnen. Wow, ist das nicht etwas übertrieben? Mann, wie viele Militärfabriken braucht man eigentlich? Wenn du sie nicht andauernd zerstören würdest, bräuchte ich nicht so viele. Und fertig! Ah, danke, dass du mich repariert hast. Keine Ursache. Tut mir leid, dass du einen Stimmenchip hast, der von einem Kleinkind gebastelt wurde. Ich glaube, mir war es lieber, als wir noch auf unterschiedlichen Seiten standen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Eiergesicht. Hey, nun mal halblang. Ehe wir anfangen, uns gegenseitig zu vernichten, sollten wir dran denken, weshalb wir zusammenarbeiten. Okay, erinnere mich noch mal daran. Tails, wir brauchen Dr. Eggman, um seine Maschine auszuschalten. Und mir traust du das nicht zu? Was? Nein, ich trau dir das zu, Tails, aber es... Nein, tust du eben nicht. Du hast mehr Vertrauen in Dr. Eggman. Weißt du, wie weh das tut? Ich vertraue dir, Tails, aber die ganze Welt ist in Gefahr und ich bin schuld daran. Weißt du, wie weh das tut? Ehrlich gesagt, nichts tut mehr weh, als dieser Konversation zuzuhören. Sei still, Eggman! Wunderbar. Alter, was? Darauf war ich nicht vorbereitet. Snowboard-Level? So richtig Ice-Cap-Zone-like. Auf dem Snowboard bewegt sich automatisch vorwärts. Bewege Dingsbums, um die Richtung zu wechseln und zum Springen. R zum Beschleunigen und nach hinten zu können. Viel Spaß beim Snowboardfahren. Hilfe! Das gab's nicht. Nee, das gab's nicht. Also, es ist jetzt 9 Jahre her, aber es gab's doch nicht, oder? Sprungfeldtrick ausführen. Erfolgreicher Trick macht dich schneller. Bonus. Yes. Hier. Ich drücke irgendwas. Frozen Factory. Ich sehe noch keine Factory. Ich sehe ein bisschen Frozen, aber... Winter, Wunderwelt. Wunder. Und die Let's Plays werden immer bunter. Dingo! Der Snowboard gehört irgendwie zu Sonic dazu, ne? Ja, da schiede ich auch so ein kleines bisschen auf den zweiten Sonic-Kinofilm, das es war. Ich dachte gerade wirklich, das wäre der Pingu aus Mario, ne? Aber das war eine der Pingus aus... Ja, war es Ice Cap Zone, ne? Da gab es Pingu. Bad Nix. Mit der Blitzfarbenergie kannst du Dinge erfassen und diese elektrisch für Akrobatik-Aktionen verbinden. Ich dachte, es wäre so wie der Laser, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Das war nicht der Laser. Blitz. Da fragt man sich natürlich, warum das jetzt hier so in der Eiswelt introduced wird, aber da steckt man manchmal nicht dran. Generell, was suchen die Wisps hier? Die sind einfach nur, weil die ein Gameplay-Element war, was manche gut fanden. Ich betone, manche. Von mir aus könnten die für immer wieder verschwinden. Braucht die nicht. Aber ich nehme sie hin, wenn sie da sind. Hat sich ja erholt. Ich glaube, die kommen, weiß nicht, ob die im nächsten Teil wieder vorkommen. Oh nein. 9. Juni gibt's News, ne? 9. Juni bei mir auf Twitch vorbeigucken. Da gucken wir uns das Summer Game Fest an. Und da soll es, ich glaube, es ist sogar bestätigt, Sonic Frontiers geben. Nochmal, 9. Juni bei mir auf Twitch 2022. Gucken wir uns den neuen Stoff an mit Gameplay. Angeblich. Ne, zum größten Grad ist es confirmed. Wir Sonic Frontier sehen werden. Versuch den Schneeball auf den Schalter rechts im Level zu rollen. Gut, Rollen hatten wir im letzten Part mit den Äpfeln. So. Muss auch groß genug sein. Frozen Factory war ja ein etwas verwirrenderes Level auf der Wii U.
Das ist wahr, das war ein bisschen... Musstest du erstmal gucken, was Phase ist. Gab ja Leute, die haben da ihr Let's Play beendet, abgebrochen und komplett gelöscht. Wegen Frozen Factory. Und tatsächlich musstest du erstmal gucken, wenn du kopflos durch die Gegend gelaufen bist, dann bist du im Kreis gelaufen, mehr oder weniger. Aber die Stelle habe ich deswegen auch vor Augen. Und die habe ich bisher hier auf dem 3DS noch nicht erblicken können. Und ich bin auch zu dämlich, den zu attackieren. So wird ein Shoot raus. Er hat halt komplett alles voller Stacheln. Ja, und kaum sag ich's, ne? Kopflos erstmal haut drauf mäßig agieren. Klappt nicht. Dann machen wir das doch direkt mal. Oh, oh. Ich kann nicht so schnell aktivieren. Danke. Ich dachte jetzt, in der Luft wäre verlangt, dass ich das hier mache. Aber ich muss dafür ja mit der Hand vom Controller an meine PC-Maus. Was? PC-Maus? Verstehe ich nicht. Und daraufhin... Shit. Erstmal mit dem Mauszeiger da drauf. So, jetzt habe ich keins von beiden gehabt übrigens. Weder den einen noch den anderen Vorteil. Und das Anklicken. Bisschen... Also umständlich ist gar kein Ausdruck, ne? Ja, komm. Diese dezent markierte Schwachstelle, wa? Hätte ich mich vorher aufladen müssen. Ich glaube, ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich dadurch bekommen habe. Ich dachte, das wäre der Weg, den man gehen muss. War da jetzt ein roter Ring? Hätte es auch einen anderen Weg gegeben, ja, anscheinend. K. Kommen wir hier hin? Ich versuch's. Was zur Hölle? Verstehe. Ja, dann können wir uns mal grabben. Übrigens 30 Leben. Die sind auf dem unteren Bildschirm angezeigt. Ab und zu blende ich euch ja den unteren Bildschirm ein. Dann seht ihr es ja. Von mir aus. Wenn es schon mal offen ist. Könnte man ja schon fast Rätsel nennen. Aber auch nur fast. Blitz. Merker. Sonst der Soundtrack ist es aber. Ich mag aber, ne, nachdem ich hier schon über die Wisps heute, ich möchte nicht sagen geraged habe, aber vielleicht ja doch ein bisschen. Okay. Ich glaube, die hier in Sonic Lost World gefallen mir besser als die in Sonic Colors ursprünglicherweise. Ne? Also die hier mit Cube und mit Laser und all diese. Das sind meine Favorites. Warte, ich lass es mal ausrollen. Oh! Dann wollte ich mir einen frischen nehmen, den ich dann jederzeit aktivieren kann. Aber es wäre sowieso Wumpe gewesen. Ne, ich hätte noch gehabt, ne? What the f... Das habe ich nicht kommen sehen. Wenn ihr springt und unter euch, tut sich einfach ein Abgrund auf. Wer kennt es nicht? Gut, Dingo! Good! Great! Awesome! Outstanding! Amazing! Ich glaube, ich soll eher links bleiben.
Du kannst nicht schnell genug wieder springen, ne? Also 26 Leben. Jetzt habe ich schon wieder dieses... Ich habe gesehen, dass links die Bahn halt weitergeht. Scheint das eine vernünftige Wahl zu sein. Also schneller ist jetzt auch nicht die Lösung aller Probleme. Und dieses RC-Fahrzeug bringt mir hier halt auch absolut gar nichts. Es kann ruhig wieder verschwinden. Ist es auch. Ist jetzt hier Phase. Aber trotzdem technisch beeindruckend. Ich weiß nicht. Unterschätze ich da den 3DS ein bisschen? Ja, ich rede halt von Dimps, wisst ihr? Es geht mir um die Entwickler eher. Was die da rausholen können, da hat der Potenzial, du. Ach, Mann, ich dachte, das wäre... der Blitz. Generell, hier sind überall diese Blitzdinger. Da hätte man die ganze Zeit behalten können, glaube ich. Ich muss ihm jetzt ausweichen. Ich versuche es. Allein das Geräusch von dem Ding stört mich. Ich habe Angst. Das zieht sich über das ganze Spiel jetzt schon eine ganze Zeit lang. Dass man zu oft keinen sicheren Boden unter den Füßen hat. Und das fühlt sich halt leider suboptimal an. Und irgendwann, gefühlt am Ende des Parcourses, fällst du dann halt auch runter, ne? Ärgerlich. Ich kann auch langsamer machen mit nach hinten, aber will man langsamer, will man nicht. Alter, hier gehen die Leben flöten, ist ja unglaublich. Goldene Schau, Alter. Mann, hör doch mal auf! Ich will dich nicht! Der ist so schwer zu dodgen. Und er bringt hier halt auch gar nichts. Er nervt nur. Das ist einfach nur eine Demütigung. Für mich gedisst. Wahrscheinlich war es rechts der normale. Hier wäre ein Checkpoint gewesen, den ich gerade nicht hatte. Prima. Oder bin ich nicht so weit gekommen? Ich denke doch. Oh. Ich weiß nicht mehr, was das macht, Alter. Hier liegen einfach zwei Leben rum. Da wäre noch ein Checkpoint gewesen. Das ist ja... Kopfschmerzen! Ich kann hier eigentlich mein Lebensvorrat wieder aufstocken. Ich mache ja Plus. Oh je. Dadurch, dass du keine Homing-Attack machen kannst und so weiter, ist diese Snowboard... dieses Snowboard-Späßchen... eine Sache für sich. Das Spiel bringt mich auf die Palme ab und zu, ich gebe es ja zu. Ich habe heute erst ein Act geschafft, ne? Ja, das geht auch besser. Ja, ja, doch, ja, klar, ist so. Ohne zu... okay. Ein 2D-Level, da sehe ich mich. Oh, das doch mal... haben wir schon eine Weile nicht mehr gehabt, ne? Das freut mich doch.
Ist mir egal, was es wird. Ich kann mich doch wieder ein bisschen begeistern, oder? Ich war nur genervt. Muss man rausfinden. Ist einer von denen vielleicht anders? Höher? Das Eis brechen? Ne, man kann einfach hier hoch. Okay. Ja, man muss probieren. Mal gucken. Rausfinden. Machen, tun. 8 Welten hat das Spiel. Frag mich warum. Schrecklichen 6 in 6 Welten. Ja? Also, man besiegt Zerbok in der 6. Welt. Hä? Y. Ich habe das Level mal neu gestartet. Die Stelle war wirklich nicht cool. Frozen Factory, cool, der weiß schon. Ich gehe stattdessen hier lang. Oh yeah. Weiß nicht genau, was ich da falsch gemacht habe. Ich gehe jetzt hier entlang. Ja, 2D Sonic Level heißen doch nicht automatisch Qualität. Wisst ihr noch Sonic Boom, Feuer und Eis? Ja, das ist mir Sonic Lost World doch lieber. Also die 3D-Spiele von Sonic Boom waren jetzt nicht schlecht, so, aber auch absolut nicht gut. Gibt nur gar keinen Grund, die zu spielen. Feuer und Eis war natürlich besser. Ja, komm, der läuft halt einfach weiter. Lass es doch. Sehe halt doch nichts. Es zoomt halt manchmal ran jetzt, ne? Du siehst, es kann doch rauszoomen. Warum bleibt es nicht rausgezoomt? Wozu? Zoomt es überhaupt ran? Damit man weniger sieht, oder was? Das Level-Design ist schon unbefriedigend. Ich geb's dazu. Na, ich würde lieber die Wii U-Version von Sonic Boom wieder spielen. Die finde ich interessanter. Die 3DS-Versionen sind halt wirklich einfach nur anstrengend belastend. Ja, die sind anstrengend, weil du musst halt die ganze Zeit wechseln zwischen Sonic, Tails, Knuckles und Sticks. Oder war Amy noch dabei in dem einen Teil? Und der zerbrochene Kristall war halt Sticks dabei und nicht Amy. Boah, wenig Zwischensequenzen und in Feuer und Eis hast du halt den Wechsel noch gehabt. Das war einfach nur eine Abfolge von Tastenbelegungen, wirklich. Hier in Sonic Lost World hat man vergleichsweise viele Aktionen auf denselben Tasten, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Währendhin... Sonic Boom, keine Ahnung, das eine ist eine Sprungtaste. Das zweite ist irgendwie die Taste für den... Ja, ich weiß nicht, für diesen komischen Energiestrahl, der dir... wo du dich an Sachen festhängen kannst. Musst du auch ab und zu betätigen. Und dann kam auf einmal noch die Taste dazu, für zwischen Eis und Feuer zu wechseln. Also du rennst durch ein Level und musst irgendwie immer wieder 3 verschiedene Tasten drücken die ganze Zeit. Mehr nicht. Die du eigentlich locker auf dieselbe Taste legen könntest, so rein vom Gedanken. Das war dann der große Wurf, den die hatten. Das war die große Idee zwischen dem ersten und dem zweiten 3DS Sonic Boom. Das Ganze noch ein Stück komplizierter machen. Aber wie gesagt, trotzdem, Feuer und Eis war trotzdem besser. Vor allen Dingen, weil du bei zerbrochenem Kristall diese Sachen hattest,
musst im Level unbedingt die Gegenstände finden. Sonst kamst du nicht weiter. Nee, also, ich glaube, du brauchst es halt wirklich die 100%, sonst ging's nicht. Das kannst du natürlich nicht bringen. Das geht nicht. Die werde ich auch nie wieder Let's Playen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Rise of Lyric, Lyrics Aufstieg vielleicht. Aber zerbrochener Kristall und Feuer und Eis, das guckt ihr euch lieber immer und immer wieder an, wenn ihr möchtet. Aber es will auch keiner. Lieber gönne ich mir die Bugs der Wii U-Version. Das ist halt noch ein exklusives Wii U-Spiel, ne? Oh, ich wollte speeden, aber was passiert? Als diese 3DS-Spiele. Und überhaupt, dass sie noch ein zweites Sonic Boom-Spiel für 3DS gemacht haben, das ist halt. Kann ich nicht verstehen. Man kann diesen doppelten Ding. Spin Dash an der Wand nur machen, wenn man auch wirklich mit dem Spin Dash beginnt. Nicht rennend. Ja, und das Level hier, ne? Frustriert mich gerade auch ein bisschen. Aber. Trotz allem. Ist das jetzt vermutlich besser. Ich wundere mich nur, warum das immer wieder ranzoomt. Das muss doch nicht. Das muss doch wirklich nicht. Die wollen halt hier die ganze Zeit, dass du rennst die Wände hoch, ne? Ich renn dir die Wand hoch. Boah! Was die hier von einem verlangen inzwischen. Was muss ich denn tun? Muss ich den erstmal besiegen? Vielleicht setze ich dann die... Ach, da unten ist eine Plattform. Jetzt sehe ich die. Ich hab die gerade noch gar nicht wahrgenommen. Ja, komm, besiegen. Ich hab da oben Checkpoint. Puh, haben wir heute dann doch nur zwei Acts geschafft. Das tut mir leid, ne? Tut mir sorry. Das heißt, im nächsten Part werden wir mindestens, ne, für sowas lege ich meine Hand gerne ins Feuer, Act 3 von Frozen Factory schaffen und den Boss. Wenn es gut läuft, dann auch schon... Ja, je nachdem, wie das Level da ist. Vielleicht gucken wir uns dann auch schon mal Welt 5 an. Was war denn Welt 5? Was fehlt denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Die fruchtige Küste und die Eiswelt, die hatte ich noch im Sinn, aber Welt 5 und 6 weiß ich halt gar nicht mehr. Das lässt sich besser machen. Ja, habe ich mitbekommen. Das würde ich auch gerne den Entwicklern zurückgeben, dieses Fazit. Das lässt sich besser machen. Naja, wir sind ja durchgekommen. Weine mal nicht so viel, mein Sohn. Leider nicht mal mit einer Zwischensequenz belohnt worden, aber wir schaffen in diesem Part wirklich keinen dritten Level mehr. Deswegen bis zum nächsten Mal, da rollen wir Schneebälle offensichtlich. Da wird gerollt. Yo! Das war heute. Nächstes Mal wird's besser. Wird besser! Ich glaube, das Schneeballrollen ist wie mit den Äpfeln dann. Das machen wir. Haut rein und bis dann und ciao.